Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Merkel ist jetzt offensichtlich bereits schon im Abflug, aber von ihr haben wir heute gehört, Politik bedeutet Verantwortung. Und dann begann sie mit einer Desinformation. Europa schützt die Bürger. Frau Merkel wäre zu fragen, oder die Regierung wäre zu fragen, warum gab es Terroranschläge in Berlin, London, Paris, Barcelona und vielen weiteren? Und warum gab es solche nicht in Warschau, Prag, Budapest? Was machen diese osteuropäischen Staaten richtig? Und was machen Sie auch als Regierung hier falsch? Ein kleiner Hinweis. Wir haben in Deutschland Tausende von Islamisten und Tausende Taliban. Überlegen Sie sich, wie viele davon in den osteuropäischen Staaten sind. Zum Thema Brexit. Am 23. Juni 2016 haben die Bürger des Vereinigten Königreichs in einem Referendum, in einer Entscheidung aller Bürger über den Verbleib in der EU abgestimmt. Die Mehrheit der Bürger hat für einen Austritt votiert. Die Kommentare in den meisten deutschen Medien waren in dem Falle vernichtend. Es fehlte im Übrigen auch bei vielen hier das Respekt vor dem Willen der Bürger, vor dem Votum der Bürger. Und es wird alles bemüht, um die demokratische Entscheidung, die Legitimität zu nehmen, um auch wie jetzt die EU-Brüsseler Bürokratie diese in dem Fall in Frage zu stellen und die EU-Brüsseler Bürokratie als alternativlos darzustellen. Als Schicksal oder aber, besser gesagt, als Zwangsgemeinschaft steht sie da. Und so gestaltet die EU-Kommission einen Austritt aus der EU, den Brexit, schwierig und problematisch, so weit problematisch wie möglich, um, egal was es kostet, das auch noch zu, in dem Falle verhindern. Die FAZ vom vergangenen Montag hat berichtet über eine irrationale EU. Da hat sie nicht recht. Denn stand von Anfang an, nach dem Schock über die Mehrheit in dem Falle für den Brexit, das Ziel im Vordergrund, eine Bestrafung, eine Abschreckung und eine Nachahmung zu verhindern. Das, was auch von der Frau Nahles hier vorhin auch mitgeäußert wurde, dass sich das nicht wiederholen dürfe. Aber wie die FAZ weiter richtig erkannt hat, haben die Briten in dem Falle sich bewegt, aber die EU keinen Zentimeter. Es ist in dem Falle ganz klar, die FAZ hat hier ganz korrekt berichtet, denn die Briten haben eingelenkt, teilweise Unterwerfung unter europäische Schiedsgerichtsbarkeit etc. angenommen. Im Übrigen auch in dem Falle die genannten Konditionen von Herrn Barnier, was die Kosten anbelangt. Meine Damen und Herren, nun verweigert die EU den Briten den Zugang zu Teilen des Binnenmarkts. Und das wird hier als sogenannte Rosinenpickerei dargestellt. Wäre denn die EU wirklich attraktiv, dann könnte sie gelassen, absolut gelassen, mit dem Brexit umgehen. Aber die EU ist unattraktiv geworden. Sie zieht ihre Mitglieder nicht mehr mit an. Euro- und Flüchtlingskrise lassen grüßen. Und deshalb will die EU-Kommission jeden bestrafen, der sie verlässt. So wie eine rachsüchtige, hässliche Alte. In Brüssel herrscht eine verkrustete EU-Bürokratie mit über, meine Damen und Herren, 60.000 Mitarbeitern. Allein die EU-Kommission hat 32.000 Mitarbeiter. Und die Briten haben festgestellt, dass die EU-Reform unfähig ist. Aber wie eine Krake, die alle Macht an sich zieht, will sie immer mehr Kompetenzen zu sich rüberziehen. Und da haben die in dem Falle Briten genau dazu Nein gesagt. Nein auch zu dem Fall intransparenten, wenig demokratischen, nicht legitimierten Brüsseler Gesetzgebung. Die unbegrenzte Freizügigkeit als Einfallstor für ungesteuerte illegale Migration, eine fast irrationelle Regelungswut und Subventionswut und eine immer weiter ausufernde Finanz- und Ausgabenpolitik. All das, meine Damen und Herren, führte zum Brexit. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Und das jetzt unter Druck setzen der britischen Regierung ist in dem Falle genauso auch wiederum fast als abstoßend zu sehen, weil wir wissen alle, im Moment ist die britische Regierung wirklich nicht stark, denn es hat bisher, Herr Kollege, vor kommen Sie bitte zum Schluss, keine andere Partei mit der DUP, mit der Democratic Union Party regieren müssen. Meine Damen und Herren, die große Bitte an diese Regierung ist, sich in dem Falle für einen geregelten, auch im Interesse Deutschlands, der deutschen Handelsbeziehung, geregelten Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Gemeinschaft einzusetzen. Vielen Dank. Herr Kollege, ich bitte darum, wenn ich Sie auffordere, zum Schluss zu kommen, dass Sie wirklich zum Schluss kommen. Das nächste Mal entziehe ich Ihnen das Wort. Als nächstes für die SPD-Fraktion der Kollege Christian Petri.